Was bisher geschah? Nur ein paar. Da! Und so geht's weiter. Die letzte Flasche Greggio habe ich für einen besonderen Anlass aufbewahrt. Der da wäre? Der Jahrestag meiner Flucht. Astia Valla Fernandes. Wollt ihr die Geschichte hören? Wollt ihr jetzt darüber reden? Erzählt mir, was ihr wollt. Warum nicht? Ja, warum nicht? Das würde mir gefallen. Also gut. Habt ihr schon von Saharan gehört? Das Reich und die Kunari kämpfen nun schon seit Jahrhunderten um die Insel. Ich war mit Daenerys während eines Angriffs der Kunari dort. Ich konnte ihn zu einem Schiff bringen. Aber da war kein Platz für einen Sklaven. Ich blieb also zurück und floh mit letzter Not aus der Stadt. Er hat euch zurückgelassen? Ich dachte, Daenerys lag etwas an euch. Er hatte keine Wahl. Der Ausdruck in seinem Gesicht, als das Schiff ablegte, war unbezahlbar. In den Urwäldern Saharans leben Rebellen, die Nebelkrieger. Sie fanden und pflegten mich, bis ich wieder zu Kräften kam. Ich blieb eine Weile bei ihnen, bis Daenerys kam, um mich abzuholen. Und ihr wolltet nicht gehen? Wolltet ihr nicht weggehen? Seid ihr freiwillig bei diesen Nebelkriegern geblieben? Ich hatte die Rebellen ins Herz geschlossen. Sie folgten keinem Meister und kämpften für ihre Freiheit. Das kannte ich nicht. Als Daenerys kam, weigerten sie sich, mich ziehen zu lassen. Er befahl mir, sie zu töten. Ich tat es. Ich habe sie alle umgebracht. Wow. Das ist hart. Ich schätze mal, er hatte keine Wahl, aber wir können ja trotzdem fragen, warum. Warum habt ihr das getan? Was hätte ich denn tun sollen? Mein Meister war zurückgekehrt. Und dieses Fantasieleben war vorbei. Aber als ich es getan hatte und ihre Leichen sah, spürte ich... Ich konnte nicht. Ich floh. Und habe nie zurückgeschaut. Wow. Ihr seid nicht auf Saharan geblieben? Hättet ihr euch nicht anderen Nebelkriegern anschließen können? Selbst wenn, ich fühlte mich unwürdig. Ich wusste damals nicht, ob ich Daenerys wirklich entkommen konnte. Ich wusste nicht einmal, was das bedeutete. Ich musste einfach nur weg. Ich fuhr auf einem Schiff als blinder Passagier nach Süden Richtung Festland. Ständig mit meinem einstigen Meister im Nacken. Warum seid ihr nicht früher gegangen? Ich verstehe nicht, warum ihr so lange bei Daenerys geblieben seid. Ihr wart nie eine Sklavin. Sklaven träumen nicht von der Freiheit oder irgendwelchen Wundern. Sie denken nur an die Wünsche ihres Meisters und daran, was die nächste Stunde wohl bringen mag. Ich hätte nie gedacht, ich könnte etwas anderes sein, bis ich ein anderes Leben kosten durfte. Fühlen alle Sklaven so? Aber es gibt doch immer wieder Sklavenaufstände. So wie in Kirkwall. Das Ritual, dem ich meine Zeichen verdanke, raubte mir auch meine Erinnerung. Was ich vorher war, hätte ebenso gut nie existieren können. Hätte ich es gewusst, hätte ich vielleicht anders empfunden. Dauert ihr, sie getötet zu haben? Ich vermute mal schon, was eine dämliche Frage. Wie gut kanntet ihr diese Nebelkrieger? Ich war nur ein paar Monate bei ihnen. Aber in dieser Zeit spürte ich, dass ich lebte. Sie waren tapfer, stark, frei in allem, was sie taten. Ich bewunderte sie und verdankte ihnen alles. Und doch wandte ich mich gegen sie. Wie seid ihr entkommen? Hat euch Daenerys nicht aufgehalten? Die Rebellen hatten ihn verwundet. Die Soldaten, die ihn begleiteten, wollten mich einfangen. Erfolglos. Das war Wochen, bevor sich Daenerys an der Jagd beteiligen konnte. Und als es soweit war, war ich längst weg. Danke, dass ihr es mir erzählt habt. Es muss schwer sein, darüber zu reden. Ich habe nie jemandem erzählt, was damals passiert ist. Ich wollte das nie. Vielleicht ist es das, was eine Freundschaft ausmacht. Oh, ich schätze mal, hier könnten wir das locken. Aber das wollen wir nicht, deswegen stimme ich nur zu. Vielleicht habt ihr recht. Oh. Auf euch, Hawk. Die anständigste Magierin, die ich kenne.
Mann, es bricht mir fast das Herz. Ohne Scheiß, weil der so niedlich ist. Das ist echt, Mann. Ja, der hat schon was. Der hat schon was. So. Entschuldigung fürs Husten. Ich finde wirklich, er könnte nach 3 Jahren auch mal die vor sich hin verwesenen Leichen hier entfernen. Aber na gut. Finde ich unrealistisch, dass er sich so gar nicht drum kümmert. Also er hätte ja hier keinen Großputz machen müssen, aber Leichen und so entfernen und so den Schutt wegräumen lassen, das wäre schon, das wäre okay gewesen. Das wäre im Rahmen des Möglichen gewesen. Aber na gut. Festes wie kommt. Mit wem wollen wir denn als nächstes? Vielleicht sogar... Ach, wir können gar nicht mehr in Gamlins Hütte übrigens. Zumindest nicht per schnell, per Quick-Traveling. Vielleicht wollen wir ja sogar direkt zu Anders, Unterstadt. Wo wir auch nicht quick hintraveln können, wie mir gerade... Ach doch. War das nicht in der Unterstadt? Nee, in der Dunkelstadt. Ah, Dunkelstadt. Never mind. Anders Krankenstation. Dann könnte ich eventuell mit ihm auch eine Beziehung direkt einloggen. Einloggen. Sehen immer so wie Knopf gedrückt. Wir sind jetzt in einer Beziehung. Viel Spaß. Sehr romantisch. Kann ich nicht. Oh. Waren die hier schon immer am Betteln? Mir gefällt es hier nicht. Warum müssen wir hier bleiben? Ja, das kann ich dir nicht beantworten, mein Junge. Es ist kein besonders hübsches Zuhause, aber zumindest ist es sauber. Er schläft hier echt, ja? Das ist mutig. Hi! Kommt nächstes Mal nicht zu mir gerannt, wenn ihr euch wieder eine dieser Krankheiten eingefangen habt. Aber ist die Magie denn nicht genau dafür da? Ich will es gar nicht wissen. Es wird einfach immer schlimmer. Neulich Nacht standen die Templer fast schon auf meiner Türschwelle. Als ob die nicht wüssten, dass der hier unten ist nach 3 Jahren. Übrigens finde ich es sehr gruselig, dass Isabella jedes Mal davor mit unseren Compadres spricht, wenn wir mit denen gerade sprechen wollen. Ihr braucht eine sichere Unterkunft. Oh, du dürftest gerne bei mir auf der Bettkante vielleicht Platz nehmen. Erzählt mir doch nicht so etwas. Sonst muss ich euch vielleicht noch einsperren, um sie von euch fernzuhalten. Ich lasse mich von niemandem einsperren, Schätzchen. Ach du. Nicht einmal von euch. Die Kommandantin ist außer Kontrolle. Selbst ihre eigenen Leute haben schon darüber geredet. Die Ausgangssperren, die mitternächtlichen Überraschungsbesuche bei Magierfamilien. Jeder, den ich kenne, ist gezwungen, sich zu verstecken, um nicht zu einem Besänftigten gemacht zu werden. Hat er gerade Schätzchen gesagt? Ich vermisse Fenris schon jetzt. Gott fucking damn it. Okay, ich komme an Mamas Busen, ich beschütze dich. Wenn sie euch wollen, müssen sie erst an mir vorbei. Ihr seid ebenso in Gefahr wie ich. Und das macht mir Angst. Was, wenn euer Geld und eure Stellung nicht ausreichen? Was, wenn sich die Kommandantin gegen euch wendet? Alles, was ich getan habe, um die Kontrolle zu behalten, wäre plötzlich unwichtig. Ich würde diesen Ort in Blut ertränken, um euch zu beschützen. Ach, das wäre ja süß. Oh, das war ja wirklich niedlich. Ich würde diesen Ort in Blut ertränken. Ja, vielleicht nicht ganz so, vielleicht nicht kinderfreundlich ausgedrückt, weißt du, aber es war auf jeden Fall, es ist echt süß. Denkt ihr nicht, wir sollten vielleicht lieber mit Blumen anfangen? Oder mit Schmuck? Wenn ihr nach einem solchen Mann sucht, bin ich leider der Falsche. Es wird noch mehr Gewalt geben, ich weiß es. Und ich werde euch nur verletzen, wenn ihr euch an mich bindet. Immer diese Versprechungen. Ihr habt recht, ich kann euch nicht gehen lassen. Ich find sarkastischen Hawk übrigens, es ist phänomenal, ist super. Das sagt ihr ständig. Bisher habt ihr es allerdings noch nicht getan. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einer Magierin, einer Abtrünnigen wie euch begegnen würde. Führt mich nicht in Versuchung. Nicht, wenn ihr nicht bereit seid, die Konsequenzen zu tragen. Haben wir doch gerade. Wir sind doch bereit. Sag mir nicht, wir sind immer noch nicht gelockt in einer verfickten Beziehung. Die Templer haben ihre Jagd auf mich ausgeweitet. Ich werde nicht lange hierbleiben können. Vor allem sind wir jetzt schon wieder freundschaftstechnisch zu weit. Wir sind 15 Punkte gerade bei ihm. Lass mich raten. Lass mich verfickt nochmal raten. Ja, aber klar. Es ist echt nicht easy. Mit ihm zu flirten und dabei keine Freundschaftspunkte zu generieren, ist, gibt einfach Der Dinge. Abschaum der Menschheit an einem Ort mit ihren Abfällen. Wie passend. Ja. Kunari werden niemals krank.
Vielleicht sollte man sie mal ans Ruder lassen. Warum? Was macht das für einen Unterschied? Ich bin mir sicher, die werden auch irgendwann mal krank. Oh, die Ishii hier ist weg. Öffnet eure Geldbörsen, Bürger von Kirkwall. Die Verträge von Yavaris Tintop stehen zum Verkauf. Was für Verträge? Und wir können mit ihr nichts anfangen. Nö. Okay. Ich sehe jetzt hier aber auch keine Quest, die wir irgendwie annehmen können. Deswegen würde ich eigentlich gerne einfach hier raus. Auch wenn die Map schon wieder zugedeckt ist. Obwohl wir ja offensichtlich schon mal waren, aber na gut. Gut, wir haben mit Anders geredet. Dann gehen wir jetzt in den gehängten Mann. Da können wir direkt mit Isabella und mit Varric reden. Yay. So viele Begleitergespräche. Ach, Biker. Sicher ist sicher. Oh, hier ist auch schon wieder Blut. Erstmal Varric. Lasst es mich einfach wissen, wenn die Coterie mal wieder mit irgendwelchem Schutz anfängt. Unser Blondschopf hat schon genug Ärger. Ich möchte euch etwas fragen, Hawk. Ihr habt es in die Oberstadt geschafft und jeder andere, den ich kenne, wäre jetzt vollauf zufrieden mit sich. Aber ihr müsst größere Pläne haben. Ich kümmere mich um meine Familie, die Politik reizt mich, möchte ein Geschäft kaufen, ich will einen Titel. Ehrlich gesagt möchte ich mich nur um meine Familie erstmal kümmern. Ich habe noch keine Pläne. Ich versuche einfach nur, mich um meine Mutter zu kümmern. Ich schätze, nach dieser ganzen Sache mit Carver ist es eine gute Idee, sich an das zu halten, was euch geblieben ist. Um ehrlich zu sein, dachte ich, ihr würdet jetzt, wo sich die Dinge beruhigt haben, vielleicht wieder nach Ferelden zurückkehren. Aber es ist schön zu hören, dass ihr uns noch erhalten bleibt. Ihn könnte ich nie verlassen. Wenn, dann müsste ich ihn mitnehmen. Was sollte ich denn ohne meinen tollen Zwerg machen? Ich würde mich jede Nacht in den Schlaf weinen, wenn ihr nicht mehr bei mir wärt. Ach, werdet mir jetzt ja nicht rührselig, Hawk. Ihr wisst doch, dass ich Menschen nicht weinen sehen kann. Also dann, ein ganzer Stadtstaat voller Probleme wartet auf uns. Machen wir uns ans Werk. Ah. Oh, wir sind Besties, Alter. Wir sind sowas von knallharte Besties. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Reden wir hier mal wieder von den Illuminaten? Habt ihr manchmal das Gefühl, Teil einer Geschichte zu sein, die jemand anders erzählt? Beim Erbauer. Ich wünschte, der Erzähler dieser Geschichte hätte mich hübscher gemacht. Bricht er gerade die vierte Wand? Du weißt schon, was ich meine? Ja, ganz hübsch bist du tatsächlich nicht. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass die Welt einfacher wird? Als wäre alles vom Essen bis hin zum Kämpfen viel weniger kompliziert als früher. Ist das eine Anspielung auf das Spiel davor? Obwohl ich das mit dem Essen nicht ganz verstehen würde. Erzähl mir mehr davon. Meine Mutter hat immer gesagt, dass es jetzt viel mehr Magier gäbe als noch zu ihrer Kindheit. Schuld daran ist vermutlich das Lyrium im Wasser. Oh ja, bestimmt. Habt ihr manchmal das Gefühl, Teil einer Geschichte zu sein, die jemand anders erzählt? Hätte ja sein können, dass er noch ein bisschen Theorien hat, die er uns mitteilen möchte. Ihr solltet das Angebot wirklich annehmen, Elf. Ihr hättet dann praktisch nie mehr Probleme mit der Coterie. Ich brauche keine Arbeitsstelle. Aber es würde euch auch nicht umbringen, in dieser Stadt ein paar Freunde zu haben. Ihr seid nach 3 Jahren im Grunde immer noch nicht mehr als ein Geist. Es ist mir lieber so. Gesunde Einstellung, wirklich. Vergesst das, was ich gesagt habe. Ich bereue meine Entscheidung so ein ganz klein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Ich mag ihn sehr. Ja, ich mag ihn sehr. Hallo Isabella. Es scheint fast, als hättet ihr euch 3 Jahre lang nicht vom Fleck bewegt. So bin ich einfach leichter zu finden. Erinnert ihr euch an die Reliquie, von der ich euch erzählt habe? Diejenige, die ich finden muss? Ich bin einer Spur nachgegangen. Sie ist so nah, dass ich sie fast riechen kann. Seid ihr sicher? Habt ihr das Gleiche nicht auch schon letztes Mal behauptet? Ach, ihr meint, als ich mich auf die Suche nach diesem Versteck gemacht habe? Es hat sich leider herausgestellt, dass dort nur ein paar grauenhafte Gedichte und ein alter Stiefel waren. Aber die Reliquie hätte dort sein können. Ich dachte einfach, ich informiere euch schon mal, dass ich eure angebotene Hilfe vielleicht schon bald in Anspruch nehmen könnte. Ah, mit ihr. Ah ja, stimmt, wurde mir schon gesagt. Liebe ist hier geschlechtslos. Ja, verdammt. Ich hatte eigentlich gehofft, ihr hättet es vergessen. Sobald ich Neuigkeiten habe, erfahrt ihr es als Erste.
Irgendwie habe ich das Gefühl, mit ihr bin ich am unpersönlichsten. Und hat nichts an, außer seinen Stiefeln. Wir haben ein bisschen was getrunken, während alle ihn ausgelacht haben. Aber ihn hat das nicht gekümmert. Er war nackt. Er wollte einfach ein wenig durchlüften, hat er gesagt. Ach, jetzt verstehen sich die beiden auf einmal. Sir Roderick? Betrunkener Gast. Die Suche der Wahrheit. Die Suche der Wahrheit? Oh mein Gott, hier gibt es so viele Sachen, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Hallo, Sir Roderick. Kennt vielleicht jemand Sir Karen? Hat er, irgendetwas Unrechtes getan? Wieso suchst du nach... Das ist ja interessant. Roderick sagt mir auch irgendwas, aber... Nee. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Auf ein Schiff. Ist denn das zu glauben? Wie lange jetzt schon? 4 Jahre? Mindestens. Entweder ist es eine Lüge, dass sie überhaupt weg wollen, oder ihre Boote sind unglaublich langsam. Sehr langsam. Mit Gemütlichkeit. Die Sucher der Wahrheit. Sir Ridmore, als ich von größeren Mächten als den Templern sprach, meinte ich nicht die Kirche. Natürlich, sie befehligt die Templer, aber das war nicht immer so. Die Inquisition jagte früher Ketzer und Kultisten, genauso wie Magier und ihre Schreckensherrschaft endete... erst mit der Begründung des Zirkels der Magi. Aus ihr entstand der Templerorden, der, ob nun gut oder schlecht sei dahingestellt, die Magier überwacht und den militärischen Arm der Kirche bildet. Es war ein Einvernehmen zu beidseitigem Vorteil, aber nur wenige wissen, dass die Kirche noch einen weiteren Orden ins Leben rief, der seinerseits die Templer überwachen sollte. Die Sucher der Wahrheit. Ist das nicht die Ische, die ihn befragt? Nennt die sich nicht immer Sucherin? Ich selbst weiß nur wenig darüber, aber Folgendes kann ich mit Gewissheit sagen. Sie dienen der Göttlichen und sind gefürchtet. Wenn ein Sucher aus dem Schatten tritt, suchen die Templer Zuflucht. Denn warum sollten sie kommen, wenn die Templer nicht in irgendeiner Weise ihre Pflichten verletzt hätten? Sucher sind darauf spezialisiert, Missbrauchsfälle innerhalb des Zirkels zu untersuchen und besonders schwer zu fassende Abtrünnige zur Strecke zu bringen. Es heißt, sie seien immun gegen die Gedankenkontrolle durch Blutmagier und besäßen die Fähigkeit, Gedanken zu lesen und Erinnerungen auszulöschen, aber das ist bestimmt übertrieben. Und das bringt mich zurück zu meinem anfänglichen Dilemma. Wer überwacht Mächte, die größer sind als die der Templer? Die Göttliche, so möchte man annehmen, aber wie viel wird sie wohl von deren Wirken wissen, wenn schon ihre Existenz für die meisten ein Geheimnis ist? Gute Frage, nächste Frage. Haben wir ein bisschen mehr erfahren. Betrunkener Gast, hi. Ihr arbeitet hier richtig? Ich hätte gern noch ein Bier. Kann man mit dir reden? Ich habe hier einen ordentlichen Schluck mit eurem Namen drauf. Oh, irgendwelche Neuigkeiten? Gibt es irgendwelche neuen Klatsch und Tratsch? Liam, der Hafenmeister, hat sich von den Seeräubern bestechen lassen. Dabei schien er so ein ehrlicher Mann zu sein. Mürrisch zwar, aber ehrlich. Noch irgendwas? Gibt es sonst noch etwas Neues? Die Kunari sind jetzt schon seit Jahren hier und so langsam macht das die Leute richtig nervös. Ich bin mir ganz sicher, dass sie uns bald angreifen werden. Und noch was? Gibt es sonst noch etwas Neues? Es ist wirklich verrückt. Offenbar ist die Taubenpopulation in Ferelden dramatisch zurückgegangen. Seltsam, oder? Ja, das war die Anspielung auf Shay. Wer bitteschön ist denn so krank, dass er Jagd auf diese unschuldigen Tierchen macht? Ja, unschuldig oder nicht, arme Shay. Gibt es sonst noch etwas Neues? Irgendwelche Leute schmuggeln Magier aus Kirkwall raus. Es heißt, die befreiten Magier würden sich in den Bergen sammeln, um den Sturz von Kirkwall zu planen. Sind das eigentlich neue Sachen oder erzählt uns dasselbe wie beim letzten Mal? Ich erinnere mich daran nicht so wirklich. Gibt es sonst noch etwas Neues? Seht euch vor Piraten vor, wenn ihr eine Reise über das Meer plant. Vor der Küste der freien Marschen wimmelt es nur so von ihnen. Dann würde ich Isabella fragen. Gibt es sonst noch etwas Neues? Harlan denkt darüber nach, die blühende Rose in Harlans Hurenhaus umzubenennen. Ja, auf den Punkt gebracht. Gibt es sonst noch etwas Neues? Irgendjemand hat den Kunari die Formel für ihr Sprengpulver gestohlen. Wir haben also bald die gleichen Waffen wie sie. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Gibt es sonst noch etwas Neues? Ein Haufen Elfen lagert jetzt schon seit Ewigkeiten draußen auf dem Sunderhügel. Die Leute behaupten, sie würden eine Siedlung gründen. Können sie das einfach so machen? Das Land gehört ihnen doch überhaupt nicht. Ja, aber wem gehört denn das Land bitte? Gibt es sonst noch etwas Neues? Habt ihr schon die Geschichte über den Aal von Radcliffe gehört? Manche behaupten, Andraste persönlich habe eingegriffen und ihn geheilt, damit er das Land einen konnte. Nein, nicht Andraste. Nicht direkt. Indirekt, ja. Gibt es sonst noch etwas Neues? Seht euch vor Piraten vor, wenn ihr eine Reise über das Meer plant. Okay. Vor der Küste der freien Marschen. Ja, danke. Danke. Immer wieder
Sehr freundlich. Kann ich noch einen haben? Ich glaube, du hattest genug. Tagebuch. Ach, Gerüchte gibt's jetzt gar nicht. Hauptverdächtiger. Sprecht in der Geheimburg mit Emmerich. Ich dachte, wir kriegen durch ihn vielleicht schon mal die Gerüchte, dass wir wissen, was uns erwartet. Aber dem war gar nicht so. Ist ja komisch. Jetzt... Wen haben wir noch nicht? Meryl hatten wir noch nicht. Meryl. Erzähl mir ein bisschen Meryl. Ach, du willst gar nicht mit mir reden? Meryl? Beim Schreckenswolf. Okay. Warum herrscht... Dann tatsächlich müsste ich nochmal nachgucken. Gefährte Buße. Okay, dann gibt's nur noch zur Besten. Ja, halt's Mund. Ich geh schon weg.